Hallo ihr Lieben, heute bin ich wieder unterwegs und zwar bin ich diesmal in der kleinen Ortschaft Winzendorf. Hier finden auch jedes Jahr die Karl-May-Festspiele statt und hier gibt es wirklich sehr viele Wanderwege und ich gehe heute den Rundwanderweg B. Also, bis nachher! Wanted like in New York City. I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you're the only girl. This song and I don't listen, close your eyes. Hier die asphaltierte Straße bergauf gegangen eine Zeit lang und hier hört jetzt die Asphaltstraße auf und es wird zu einem Schotterweg. Hier geht es geradeaus weiter und normalerweise müssen wir uns jetzt an die rote Markierung halten und hier links abbiegen in den Wald hinein. Hier. Ich war aber vor ein paar Wochen schon mal hier und bin diesen Weg, den rot markierten Weg gegangen durch den Wald. Da waren einige umgefallene Bäume und es ist auch ziemlich verwachsen. Und ich weiß, es ist nicht mehr weit zur Waldandacht und man kann genauso gut hier diesen flachen Schotterweg weitergehen. Und es ist viel einfacher. Also wie gesagt, die rote Markierung hier, die führt eigentlich zur Waldandacht, aber auf diesem Weg hier kommt man auch zur Waldandacht. Wenige Meter nach der Waldandacht bin ich jetzt hier bei einer großen Kreuzung. Hier seht ihr auch ein privates Wohnhaus und hier ist auch die Teichmühle angeschrieben. Und warum ich genau hier jetzt ein Video mache, und zwar lasst euch hier nicht täuschen von dem Schild zur schönen Aussicht. Da geht es zur schönen Aussicht. Ich war hier vor ein paar Wochen schon mal und ich blende jetzt kurz mal ein Bild von der schönen Aussicht ein. Und zwar, das war wahrscheinlich vor 20 Jahren eine schöne Aussicht, aber jetzt sind die Bäume schon so hoch, dass man nicht wirklich was sieht. Also den Abstecher kann man wirklich ruhig auslassen. Wir gehen da jetzt einfach geradeaus weiter Richtung Teichmühle. Falls ihr doch dorthin gehen wollt, dann geht ihr hier am Haus entlang vorbei und auf dem Schild steht immer links halten, wobei man muss wirklich den Weg nehmen, der direkt am Haus vorbeiführt. Der Weg macht dann eine Linkskurve und dann geht es immer geradeaus weiter. Und wenn man dann ziemlich hoch oben ist, dann geht es rechts zu diesem Platz. Also nicht direkt beim Haus schon links abbiegen, weil da gibt es auch einen Weg, sondern wirklich am Haus ganz vorbeigehen und dann bei der Linkskurve weiter. Aber wie gesagt, wir lassen es jetzt aus und gehen jetzt einfach geradeaus hier Richtung Teichmühle. Letzten Aussichtspunkt von heute, und zwar nennt sich das hier Steinernes Bankerl. Das ist so ein schmaler Felsplatz und schaut euch mal, hier sehen wir die Ruine. Da ist die Ruine
Und schaut euch mal diese Aussicht an. Wirklich wunderschön. Auch schon wieder mit der heutigen Wanderung. Ich bin jetzt wieder am Bahnhof in Winzendorf. Mir hat die Wanderung sehr gut gefallen, weil sie hat eine angenehme Länge und es geht nicht die ganze Zeit bergauf und man hat eben zwei schöne Aussichtsplätze. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und du kannst den Kanal auch sehr gerne abonnieren, dann wirst du immer automatisch benachrichtigt, wenn ich ein neues Wandervideo hochgeladen habe. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!